Der kleine Ort Mahabalipuram weist bedeutende Sehenswürdigkeiten auf. In diesem Höhlentempel hält Krishna den Berg Govardhana hoch, um die Menschen vor herabstürzenden Wassermassen zu schützen. Der Hintergrund dieser Heldentat ist der Zorn des Götterkönigs Indra, dem von den Hirten nicht genügend Ehre erwiesen wurde. Weitere Reliefbilder zeigen den Alltag der Menschen. Eines der meistbesuchten Kunstwerke Indiens ist das Felsenrelief Aruyanas Buße. Rund um einen natürlichen Felsenspalt versammeln sich Götter, Menschen und Tiere. Den Mittelpunkt bildet die Herabkunft des himmlischen Stroms Ganga. Inmitten des Flusses ist der Schlangenkönig dargestellt, darunter die Schlangenkönigin. Aber am Anfang war es richtig viereckig. Denn fast seit 1300 Jahren so geblieben, wegen Erosion, wie eine Rundform gekriegt. Krishnas Butterkugel wird dieser Felsenklotz genannt. Die Varaha-Höhle birgt in ihrem Innern schöne Reliefs. Meine rechte Seite, wieder die nächste wird die Dienerin. Ne? Sie nimmt noch schon Wasser im Topf, aber die Topf werden von Elefanten genommen. Ne? Seit 1300 Jahren trotzt der Ufertempel Wind und Wetter. Sein Baustil als Abbild des mystischen Weltenbergs wurde zum Vorbild des Tempelbaus in ganz Südostasien. Das Hauptheiligtum enthält einen 16-eckigen Stein als Phallus-Symbol. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Tempelgruppe der fünf Ratas errichtet. Über ihre Funktion wird bis heute gerätselt. Weit verbreitet ist die Ansicht, dass es sich um eine Art architektonisches Versuchslabor handelt, wobei verschiedene Bauformen auf engstem Raum erprobt und miteinander verglichen werden konnten. Darauf deutet auch die auffällige Vernachlässigung der Innenräume gegenüber der Außenansicht hin. Zu keiner Zeit wurden sie als Tempel genutzt. Das südlichste Heiligtum weist ein dreifach gestuftes Pyramidendach mit hufeisenförmigen Kudu-Fenstern auf. Ein Musterbeispiel nach Art des Weltenbergs ist der kleine Arjuna-Tempel. Skulpturen schmücken seine Außenwand. Wir suchen eine Seidenweberei auf. Thank you.
So you can freely have a look around. And there are inexpensive ones for the gift, somebody for the present. Souvenir. Nahezu 60 Meter ragt der Eingangstempelturm des größten sakralen Bauwerks von Kanchipuram auf. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Tempel errichtet. Lautstark zieht eine Gruppe in den Tempel ein. Später erfahre ich den Grund hierfür. Eine goldene Hochzeit wird gefeiert. Diesen Innenhof suchen vor allem Frauen mit einem Kinderwunsch auf. Der darin wachsende Mangobaum gilt als Symbol der Fruchtbarkeit. Von ihm leitet sich auch der Name des Bauwerks ab. Die Gläubigen können an mehreren Stellen den verschiedenen Göttern huldigen. Im neugotischen Stil wurde Ende des 19. Jahrhunderts die St. Thomas-Kathedrale erbaut. Laut einer Legende kam der Apostel 52 nach Christus nach Indien. Er soll einige Kilometer südlich auf dem Mount St. Thomas ermordet worden sein. Viel Platz bietet Chennai seinen Bewohnern an der Marina Beach. Im südlichen Bereich befindet sich ein Fischerviertel. Mit dem Nachtzug fahren wir nach Bangalore. Über 600 Stufen sind zu bewältigen, um auf den Chandragiri-Hügel ins Ravana Belgola zu gelangen.
der Aufstieg führt zu einer der bedeutendsten Jain-Stätten des Landes und ist zugleich ein sagenumwobener Platz. Durch einen Torbau gelangt man zu dem kleinen Innenhof mit der riesigen Statue. Im 10. Jahrhundert errichtet, symbolisiert ihre Nacktheit den völligen Verzicht auf materielle Güter. Dies ist die Voraussetzung für das Erlangen geistiger Erleuchtung. In dieser kleinen Ziegelei wird alles noch von Hand bewerkstelligt. So, der Gründer heißt Vishnu Vardhan. Er war auch ein Jain. Er mochte einen großen, wunderschönen Tempel für seinen Lieblingsgott bauen lassen. Damit 1114 nach Christus hat er diesen wunderschönen Tempel bauen lassen. Der Tempel heißt Channa Keshava Tempel. Kunstvoll gearbeitete, mehrbändige Friese schmücken den Tempelunterbau. Darüber schließen Steinfenster mit Sternornamenten an. Aber so eine Frau, sie sieht nach Christus. Berühmt sind die hervorragend ausgestalteten Trägerfiguren. Jede dieser Schönheiten ist in einer anderen Pose dargestellt. Auch im Tempelinnern finden sich Zeugnisse meisterlicher Bildhauerkunst. Die Decke des großen Versammlungs- und Tanzsaals wird von nahezu 50 Säulen getragen. Diese sind teilweise eingeschnürt und sehr reich ausgestaltet. Der Tempel erinnert an den Wechsel des Glaubens des ersten Königs der Hoysala-Dynastie und dessen Sieg über die Chola-Dynastie, der zur Unabhängigkeit des damaligen Reiches führte. Das Allerheiligste beherbergt das Kultbild Vishnus als Kairava, das heißt der mit dem langen Haar. Das heutige Halebid war früher die zweite Hauptstadt der Hoysala-Dynastie. Mitten im Dorf steht ein Doppeltempel. Bei der Tempel, den wir sehen rein, heißt der Hoysaleshwara-Tempel. Hoysaleshwara-Tempel, das ist für allgemeine Leute. Für alle Leute, für Shudras, Geschäftsleute, Königlichen, Brahmanen, alle erlaubt zum Reingehen durch hier. Besonders beeindruckend ist der neunbändige Fries mit seinem einzigartigen Figurenschmuck. In
In dem angrenzenden Pavillon ist das Reittier Shivas zu sehen. Der Nandibulle gehört als wesentlicher Bestandteil zu einem Hindu-Heiligtum. Die Größe dieses 500 Jahre alten Banyanbaums ist beeindruckend. In Indien wird er insbesondere von den Hindus als heiliger Baum verehrt. Er ist im ganzen südostasiatischen Raum weit verbreitet. Die Zweige des Baums werden bei rituellen Handlungen eingesetzt. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Umland von Mysore ist der wunderschöne Kejava-Tempel in Somnathpur. Er ist das zeitlich letzte und künstlerisch hochstehendste Beispiel der Hoysala-Periode. Der Elefantenfries ist das Symbol für die Beständigkeit des Reiches. Pferd und Reiter verweisen auf die Dynamik und Expansion des Reiches. Ähnlich wie in Halebid begeistert die jeden Zentimeter ausschmückende Dekoration durch ihre Lebendigkeit und Dynamik, obwohl diese nahezu 800 Jahre alt ist. Herrlich ist die Fülle der Figuren. Auch das Tempelinnere ist beeindruckend. Steingitterfenster und gedrechselte Säulen gestalten den Raum. An den Saal schließen drei Schreine an. Sie zeigen Vishnu in verschiedenen Darstellungen. Der kleine Ort ermöglicht Einblicke in das südindische Dorfleben. Auf dem Weg zum Chamundi-Hügel
gelangt man zu der 5 Meter hohen Skulptur eines Nandibullen. Glaubt man der Legende, wurde das Tragtier Shivas innerhalb einer Nacht aus einem Granitblock gehauen. Viele Gläubige besuchen den heiligen Berg. Auf dem Chamundi-Hügel soll Mysores Schutzpatronin Chamundisvari den Büffeldämon Masissa besiegt haben. Ihr zu Ehren hat man bereits im 12. Jahrhundert einen Tempel gebaut. Er beherbergt in seinem Heiligtum eine Statue der Göttin aus Gold. Mitten in der Stadt befindet sich die bedeutendste Sehenswürdigkeit von Mysore, der Palast Amba Villas. Ende des 19. Jahrhunderts brannte der alte Holzpalast ab. Daraufhin wurde der englische Architekt Irwin mit einem Neubau beauftragt. Entstanden ist ein Mix aus indischem, orientalischem und westlichem Baustil. Tausende Besucher aus aller Welt bewundern täglich diesen Palast, der nur ohne Schuhe und Kamera betreten werden darf. Beim Schein von 5000 Glühbirnen wirkt der Palast noch märchenhafter. Ich bin auf dem Weg zum Markt in der Altstadt, auf dem nicht nur Obst und Gemüse angeboten wird. Im Hochland eignet sich das Klima für den Teeanbau. Gepflückt wird meist nur die Blattknospe mit den obersten zwei Blättern, da diese den höchsten Katechingehalt aufweisen. Oti ist der beliebteste Luftkurort in Südindien. Hier suchen wir eine Teefabrik auf. Gepflückte Blätter werden 10 Stunden Luft gesaugt. In mehreren Arbeitsgängen werden die Teeblätter maschinell gerollt und anschließend fermentiert.
Das Rollen und Fermentieren setzt chemische Prozesse in Gang, die das Aroma und den Charakter des Tees bestimmen. Vom Hochland geht die Fahrt wieder zurück ins Tiefland. Der erste Besichtigungspunkt in Trichy ist das Roquefort auf einem 80 Meter hohen Felsensporn. An der großen Bazarstraße gelangt man zum Eingang der Anlage. Nach einem schweißtreibenden Anstieg über 400 Treppenstufen ergibt sich eine umwerfende Aussicht. Im Süden liegt die Stadt zu Füßen des Forts, im Norden erkennt man die Tempelstadt Sirangam jenseits des Flusses eingebettet in ein Palmenmeer. Als Paradebeispiel einer dyavidischen Tempelstadt gilt Sirangam. Der Komplex ist nahezu einen Quadratkilometer groß. Über mehrere Höfe gelangt man schließlich zu einer äußerst sehenswerten Halle. Exzellent sind die Pfeiler ausgearbeitet. Die Skulpturen zählen zu den Meisterwerken indischer Bildhauerkunst und stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Wenige Meter weiter ist die Tausend-Säulen-Halle zu sehen, die ebenfalls mit reichem Schmuckwerk ausgestaltet ist. Das ist der einzige Heiligenfluss in Sudan, berühmt als Ganges zu den Lippen.
In dem Dorf Dharasuram befindet sich der Airatesvara-Tempel. Er gilt als schönstes Beispiel der Chola-Kunst. Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut, ist das Bauwerk Shiva geweiht. Der Sockel der äußeren Halle ist in der Form eines Tempelwagens ausgeführt. Schönes Skulpturenwerk weist die Vorhalle auf. In einer Bronzewerkstatt wird uns gezeigt, wie die Gegenstände hergestellt werden. Nine generation here they make it for the Chola bronzes. This one normal candle wax. Candle wax. This one for the normal candle wax. Right by the hand. Then after full close the mold, two side the closing the mold. This is Nach dem Durchschreiten der Umfassungsmauern wird der Blick auf den hohen Tempelturm des Kumbhasvara-Tempels frei. Mit den vielen bunten Götterfiguren ist er das beherrschende Bauwerk der Tempelanlagen. Die Tempelwagen werden bei großen Festen eingesetzt. Thank you.
Stau. Der Grund hierfür? Ein Kind wurde von einem Auto angefahren. Lange und eindringlich reden die Menschen auf die Polizisten ein und fordern dabei, eine Ampelanlage zu errichten. Tanjore war vom 9. bis zum 13. Jahrhundert Hauptstadt des Chola-Reiches, das in der Zeit die machtpolitisch stärkste und kunsthistorisch bedeutendste Macht in Südostasien war. Rund 100 Tempelanlagen wurden von dieser Dynastie errichtet, zu Ehren der Götter und zum eigenen Ruhm. Das schönste und am besten erhaltene Bauwerk ist der großartige Brihadeswara-Tempel. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im weitläufigen Innenhof fällt zunächst der Blick auf eine offene Säulenhalle mit einem großen Nandi-Bullen. Daran schließt der zentrale Tempelbereich mit dem großen Hauptturm an. Ein Abstecher führt uns zu einer ungewöhnlichen Shiva-Kultstätte. Also, früher, die haben selber diesen Terrakotta-Fäden gemacht. Denn wie ein Umzug mit Musik und Rummel. Die bringen diesen Pferde zu dieser Tempelanlage. Dann setzen wir. Aber wenn wieder einen Buben gekriegt sind, die bringen keine Pferde. Die bringen andere Darsteller wie Elefant oder Esel, solche. Also wir sehen wieder Elefant und den Esel auch inzwischen. Ne? Aber die Hauptpferde, das ist für die Menschen. Aber da hier ist ein ältester von den Shiva-Darstellern. Shiva hier heißt Ayyanar. Ayyanar. Ne? Okay.
Weithin sichtbar überragen die vier Tempeltürme die Häuser von Madurai. Sie ragen bis zu 50 Meter in die Höhe. Die Türme sind über und über mit bunten Götterfiguren, Dämonen, Asketen, Tempelwächtern, Tieren und Fabelwesen übersät. Sie blicken herab auf die mehr als 10.000 Menschen, die diese Tempelstadt täglich besuchen. Der Menaxi-Tempel entstand zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Er ist Shiva und der Göttin Menaxi geweiht. Säulenumgänge umgeben den Teich des Goldenen Lotus. Ein Versammlungssaal war die Tausend-Säulen-Halle. Hier sind die schönsten Skulpturen des Tempels zu finden. Ein schönes Beispiel des indo-islamischen Baustils bietet der Tirumalai Nayak-Palast. Er wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut und im 19. Jahrhundert von den Briten renoviert. Aber der originale Palast war viermal größer als was heute. Was wir sehen, nur die ein Viertel von dem originalen Palast. Das war, hier war der größte Palast aus einem besonderen Baustil, heißt Indo-Sarasedic-Baustil. Das ist eine Mischung von indisches und arabisches Baustil. Der Hindu und ein islamischer Baustil gemischt. Und der originale Palast war ein Palast aus 5000 ähnlichen Säulen. Da über 4500 unterschiedlichen Küppel auch. Bei Säulen alles aus Granit, Ziegelstein und Kalk gemacht. Ja, innen drin eine Granitringe. Ein sehenswerter Raum ist der ehemalige Tanzsaal, in dem heute ein Museum untergebracht ist. Mit reichem Stuckwerk sind die Wände verziert. Wir suchen eine Gewürzplantage auf. Pfefferpflanzen wachsen überall. Es ist egal, wie Küstenland, kleine Gebirge oder große Gebirge, ist egal. Es wachsen die überall. Diese Kaffeepflanzen erstmal nach Jemen gegangen. Das ist Zimtbaum. Oh. Yes, Heimat ist Ceylon. Und ceylonischen Zimt ist der beste Zimt in der Welt. Sie können riechen. Zimt ist die Rinde alle 5 Jahre. Gesammelt und getrocknet, so machen die Zimtrinde. Das ist ein Jackfruitbaum. Die Jackfruit auch, die Blüte kommt direkt von den Stämmen. Ja, auch die Gleichgeschlecht. Das ist die Blüte. Kommt das. Bei Chili, das ist von Portugiesen mitgebracht. Aber 14 Stück zusammen, unterschiedliche Art. 13 zusammen berühmt als Kashmiri Chili. Ist große Art. Vanille auch wachsen überall ab 200 Meter. Ab 200 Meter über Meeresspiegel, überall wächst er. Hier ist der Kakaobaum. Hier wir sehen einen
immergrünen Baum wieder. Mit hangenden Bällchen. Das ist Muskatnuss. Der Baum ist total ähnlich wie der Muskatnussbaum. Also wir benutzen die Blüte von dem Baum. Blüte kann man hier sehen. Das ist Nelken. Der Shop bietet eine reichhaltige Auswahl an Gewürzen. Ja. Ein Elefantencamp ist unser Ziel. Einfach hier rüber. Ja, ein bisschen. Das geht nicht mehr. Das Periyar Wildschutzgebiet ist das bekannteste dieser Art in Indien. Wir unternehmen eine geführte Wanderung, um Tiere zu beobachten. Eine abenteuerliche Fahrt mit dem Jeep führt zu einem Aussichtspunkt. Weit gleitet der Blick über die Kardamomberge. Durch dieses Gebiet führt auch der Periyar Tiger Trail. Er ist ein Teil eines Projekts, das den nachhaltigen Tourismus in der Region fördern soll. Aleppi
ist der Ausgangspunkt für eine Fahrt mit dem Hausboot durch die Backwaters von Südkerala. Dabei handelt es sich um ein weit verzweigtes Netz von Wasserstraßen, die als Handels- und Verkehrswege benutzt werden. Für die Touristen wurden alte Lastkähne in Hausboote umgewandelt. Es ist eine ganz eigene Welt, die auf der Fahrt durch die Kanäle zu erblicken ist. Im Judenviertel von Kochi findet sich die Paradesi-Synagoge. Seit dem Jahr 1662 ist sie das geistige und soziale Zentrum der jüdischen Gemeinde. Ein reicher Kaufmann stiftete die handgemalten Bodenfliesen. Portugiesen hat ein großes, wunderschönes Wohnungspalast als Kirchen bauen lassen. Der Grund hierfür war, sich lukrative Handelsprivilegien zu sichern. Das Innere des schlichten Gebäudes birgt nicht nur die Besitztümer der Herrscherfamilie, sondern auch sehr schöne Wandmalereien. Leider herrscht absolutes Fotografierverbot. Sehr gegensätzlich ist Indien. Auf der einen Seite Hightech-Industrie, vor allem im Computerbereich. Auf der anderen Seite noch viel, viel Handarbeit. Die St. Franziskus-Kirche gilt als erste nach europäischer Bauart errichtete Kirche in Indien. Vasco da Gama verstarb 1524 in Kochi und wurde hierbei gesetzt. Später wurden seine Gebeine nach Portugal überführt. Die Stoffmatten werden von außen mit Seilen bewegt, um den hohen Herrschaften Kühlung zu verschaffen. Eine Art Wahrzeichen von Kochi sind die das Nordufer des Vembanadsees säumenden Fischernetze. Sie werden wie vor Hunderten von Jahren verwendet. Chinesische Fischer, die Kaufleute vom Hof des Kublai Khan begleiteten, sollen diese im 14. Jahrhundert eingeführt haben. Um das Netz aus dem Wasser zu ziehen, sind trotz der Gegengewichte mehrere kräftige Männer notwendig.
Bei Kathakali-Tanzaufführungen können die Zuschauer beim Schminken zuschauen. Es wird dabei eine festgelegte Farbensymbolik verwendet. Ab dem 17. Jahrhundert hat sich der Kathakali zu einer eigenständigen Tanzform entwickelt. Dabei dominieren Männer die Rollen und übernehmen auch die der Frauen. Inhalte sind Geschichten aus dem Leben Ranas, Krishnas und andere religiöse Stoffe. Populär sind die lebendigen Tanzdramen vor allem wegen ihrer einmaligen Mischung aus eindrucksvoller Mimik, Gestik und der komplizierten Tanztechnik. Der Strand von Kovalam ist das meistbesuchte Touristenziel von Kerala. Hier lässt er sich ausspannen von den vielen Tempelbesuchen und anderen Sehenswürdigkeiten. Für mich ist jedoch Strandurlaub uninteressant. Ich ziehe Aktivität vor. So warte auch ich auf den öffentlichen Bus, der mich in die nahegelegene Hauptstadt Keralas bringt. An diesem Sonntagmorgen sind die Straßen von Trivandrum wenig befahren. Die orthodoxe Kirche fasst nicht die Gläubigen, die am Gottesdienst teilnehmen wollen. Die Gotteshäuser zweier Weltreligionen stehen sich gegenüber. In Indien ist ein Auskommen verschiedener Glaubensgemeinschaften meist kein Problem. Mein Weg führt mich weiter zum Botanischen Garten. Dort befindet sich das sehenswerte Nepier Museum. Es ist ein ungewöhnliches Stilgemisch mit einem dreistufigen Giebeldach, zwei markanten Seitentürmen und einer verzierten Fassade. Bunt zeigt sich auch die Innengestaltung des Museums. Am letzten Reisetag unternehme ich eine Wanderung entlang der Straße.
Lange gehe ich hinter der Familie her. Dabei frage ich mich, was wohl ihr Ziel ist. Dann wird es mir klar. Sie suchen eine Gebetsstätte auf. Religion und religiöses Denken besitzen in Indien einen sehr hohen Stellenwert und prägen das Handeln der Menschen in vielfältiger Weise.